So, willkommen zurück bei StarCraft 2 Heroes of the Swarm. Wir werden jetzt nochmal das ein Level machen, was ich versprochen hatte. Das war, glaube ich, hier Heaven's Hafen gewesen, oder wie das hieß. Konnten wir uns hier aussuchen zwischen zwei Varianten, wie mit der einen, wo wir hier mit den Ghosts spielen konnten. Hier war das gleiche gewesen. Und ja, werden wir die mal gemeinsam offen aussuchen, die Mission, dann werden wir es mal schön spielen. Aber es ist dann leider die letzte Mission bei StarCraft. Sollen jetzt Eltern rauskommen? Mit den Brotdosen. Es wird Zeit. Es wird richtig Zeit. Aber naja. So ist es halt. Im Strategiespiel. Es gibt kaum was Schönes. Ich wollte ja rumspielen, aber naja. Ist nicht so mein Ding. Zum Let's Playen weiß ich nicht. Einzelspielen kann man spielen, aber Let's Playen weiß ich auch nicht. So lang, lang, einfach lang. Blöde eigentlich. So, gucken wir einfach mal. So, es war weiter oben, okay. Müssen wir einfach nur gucken, wo wir noch nichts da haben. Bei normal. Ach, bin ich denn blöde? Warum denn Heart of the Swarm? Das war der Wings of Liberty. Das war der Wings of Liberty. Ich voll Idiot. Ich wundere mich doch gerade selber. Bist du bekloppt oder was? Naja, passiert. Dann willkommen zurück bei StarCraft 2. Wings of Liberty. Armer Fall. Fängt schon gut an. Armer Fall. Sehr professionell. So, hier müsste es ja normalerweise sein. Genau, hier haben wir sie. Heaven's Untergang. Genau. Werden wir auf normal spielen. Ja, haben wir noch drei Bootesforschungen. Nehmen wir natürlich mit. Klar. Was ist jetzt los? Ah, ich dachte, hat sie aufhören. Wir haben für die Jungs mehr als einmal alles riskiert. Aber diesmal gibt es nur einen Weg, wie wir ihnen helfen können. So viele wie möglich retten. Die übrigen. Ich weiß, dass das eine Sauerei ist, aber nur wenn wir die verseuchten Siedlungen ausräuchern, können wir verhindern, dass der ganze verdammte Planet überrannt wird. Nichts, was man mit einem kleinen Feuer nicht regeln könnte. Ist nur ein ganz schön großes Gebiet. Wir haben nicht genug Truppen, um überall gleichzeitig zu sein. Keine Sorge, Swan kümmert sich schon drum. Ja, hab alles im Griff. Ich musste ein paar Gefallen einfordern, um an die Baupläne für diese Babys zu kommen. Schuldest mir jetzt echt was, Cowboy. Vergiss nicht, diese bösen Buben können zwischen Kampfflieger und Sturmmodus umschalten, wie du es gerade brauchst. Diese Vikings sind genau das, was wir brauchen. Aber es sieht so aus, als ob sich ein paar der verseuchten Kolonisten da schon verwandeln würden. Und diese Gebäude verseuchen noch mehr von ihnen. Bringen wir es einfach hinter uns. Gut. Unsere Missionsaufgabe wurde gerade bereits gesagt. Wir müssen die Verseuchung aufheben. Da wir nur hinkriegen. Wir kriegen Vikings. Die werden wir auch, glaube ich, auch nehmen, denke ich mir mal. Und ein paar Marines werden wir noch ein bisschen kombinieren. In unsere Unit Composition. Da machen wir voll Aua weh mit anderen. Verseuchung wachsen und werden mit der Zeit immer gefährlicher. Merzen sie sich schnell aus, bevor sie zu einer ernsthaften Gefahr werden. Ja, das kriegen wir schnell. Wäre ja wohl gelacht auf normal. Wie gesagt, wir werden ein paar Vikings spielen und Marines, vielleicht noch ein paar Sanitäter reinkreuzen, denke ich mal schon. Weil sonst sind die Marines ja auch unnütz. Gerade wenn wir gegen die Blutlords kämpfen, die wir eben gesehen hatten. Da sind die Vikings schon einmal frei dafür, ein guter Konter auf jeden Fall, weil die können ja nur Bodentruppen angreifen. Die Blutlords, die können wir schon wegsnipen. 6-7 Stück müssen, glaube ich, One-Hit reichen. Für den Blutlord. Wenn man gleich raus wird, ich weiß auch nicht mehr so ganz genau. Gut. Wollen wir die letzte Mission spielen von Wings of Liberty? Der Verseuchung entdeckt. Dann machen wir da auch fertig. Komplett fertig. Mit Sir, ganzen Bonus-Missionen. Virus auf die Kolonisten. Wir müssen jeden dieser Virophagen zerstören. Je mehr es davon gibt, gegen desto mehr Verseuchte müssen wir kämpfen. Sir, ich orte ein paar schwere Flugeinheiten der Zerg. Sie entsprechen dem Profil der Brutlords, von denen uns berichtet wurde. Vorsicht, sie sind äußerst effizient gegen Bodenziele. Dann müssen wir sie von oben angreifen.
Wo sind meine Vikings? Warum sage ich Blutlords? Sie heißen doch Brutlords. Ist eigentlich richtig. Hat sich, glaube ich, so eingefressen damals. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Bleibt wachsam. Wer das Schiff verlässt, trägt einen Schutzanzug. Ich will nicht, obwohl, dass noch mehr Leute verseucht werden. 43 Gas haben wir. Die verseuchen auch Space Marines, Kumpel. Mein Befehl gilt trotzdem. Dürfte für dich ja eh kein Problem sein, Tigers. Na gut, wir warten erstmal am Anfang hier, bevor wir hier irgendwas machen. Bin für die Schlacht geboren. Niemand lebt ewig. Wir werden Marines bauen. WBFs bauen, meine ich. Streu noch überall noch ein Dings mit rein gleich. Marine. Das können wir hier aber bauen. Alles interessante Zeug für uns gerade. Okay. Was wichtig hat? Da werden wir schon mal zwei Bunker pro Seite bauen. Erweiterung fertiggestellt. Ich bin schon unterwegs. So. Mehr WBFs natürlich. Durchgeladen und entsichert. Nicht genügend Mineralien. So, was ist da mit unseren Mineralien? Alle. Leider. Das kostet ein Viking. 150, okay. Machen wir gleich. Erstmal. Nicht genügend Mineralien. Erstmal das wichtige Base aufzubauen. Mit Bunkern! Und Marines natürlich. Ja, stimmt, wir werden ja die Bunker erhöht. Stimmt, ja. Ich vergaß. So, da kommen die zwei da erstmal rein. Weiter WBS bauen natürlich. Wir brauchen auch noch welche in Gas dann später. So, da wird schon mal geschossen. Werden wir auch noch welche reinpacken? Gut, das sieht schon sehr gut aus mit der Defensive. Gefällt mir. Kommt erstmal nichts durch jetzt hier. Und oben ist auch die schwache Seite von uns. So, werden wir jetzt langsam mal drei Stück nehmen fürs Gas. Du aber nicht. Gibst das mal deine Rohstoffe ab, du Fallpalz. Oh, ich bin komplett raus, merkt man ja. Wahnsinn. So, wie sieht's hier unten aus? Kommt noch nichts? Okay. Da werden wir unser erstes Viking bauen und Depot natürlich. Ah, hier müssen wir noch selber bauen. Hier werden sie nicht angefordert, einfach so. Wir waren schon mal so weit gewesen. Dass wir sie nur anfordern mussten. Okay, es kommt der Zerg langsam. Nicht nur der Verseuchten. So, mach mal hin mit deinem Supply-Depot. Mir ist alles geblockt, du Vorel. Sehr schön. Können wir noch gleich noch einen Viking mit reinpacken? Können wir gleich zwei gleichzeitig bauen? Und werden auf jeden Fall gleich noch einen Supply-Depot bauen. Was wir haben, das haben wir. Wir werden noch ein WBF reinpacken in der Warteschlange. Gut, die hat auf jeden Fall schon mal zuverlässig geknallt. Einmal frei. Warum noch ein Marine? Zur Defensive. Damit wir uns schön konzentrieren können auf hier. So, Depot wird gebaut. Depot ist fertig, bauen wir gleich das nächste. So. Können wir schon mal den Blutlord holen? Ah, halten jede Menge aus. So. Werden wir mal die ganze Scheiße vom Himmel holen? Durchgeladen und entsichert.
Nicht genügend Mineralien. Wir haben noch eine Raffineriebahn. Nicht genügend Mineralien. Sehr gut. Können wir die eigentlich landen? Da können wir schon mal den ersten kaputt machen. Ah, bin ich blöder? Das gefällt mir. Nicht genügend Mineralien. Ja, reparieren wir so aus dem Mal. Wenn die fertig sind, wird zur Arbeit natürlich. 15, 16. So, so passt das einwandfrei. Was haben die nun den einen repariert oder? Oh. Klippt. Auf jeden Fall hält unsere Defensive sehr gut. Gefällt mir. Wir werden auf jeden Fall noch ein Supply Depot bauen. Wenn wir 100 haben. Da haben wir sie. Basis wird angegriffen. Bin für die Schlacht gebrochen. So, das Ding, das holen wir uns gleich. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Benötige weitere Depots. Wird doch schon gebaut. Keine Angst. So, machen wir jetzt erstmal das erste Ding hier kaputt. Das wäre eben schon kaputt gewesen, aber. Die Infizierten sind auf dem Weg zu einer Siedlung im Süden. Naja, von mir aus. Ich komme gleich. So, Nummer 1. Hier kommt nichts mehr. Da werden wir den mal so schnell holen hier. Machen wir es mal mit A-Klick. Jetzt geht's hier rund hier langsam. So, die machen wir auf die 4. Einfach so, weil wir eh nichts anderes bauen. So, das sieht doch ziemlich gut aus. Hol die Mutas, sind jede Menge Mutas. Und das war's auch, glaube ich, mit. Ne, ein, zwei Mutas haben wir noch. Ja, verklickt. Ganz wichtig, wir müssen die Mutas, die Brutlords runterholen. Weil. Die können unsere Vikings dann anschieben, wenn sie am Boden sind. Und so haben wir es halt geschenkt. So, das war's. Dann gehen wir hoch. Einmal frei. Sir, Statman sagt, Dr. Hansen hat sich im Labor eingeschlossen. Allein. Sie will unbedingt ihre Leute retten. Ich mache mir Sorgen um sie. Ganz, ganz schlimm. So, werden wir mal schnell ein paar Leute nehmen für reparieren. So, die reparieren jetzt schön fleißig. Jetzt sind ein paar kaputte dabei. In der Zeit mache ich mir jetzt die Zigarette an und gucken jetzt Spielchen an mit unserem Tower Devons hier. Sieht alles ziemlich gut aus. Wir kommen noch einen reinpacken. Versorgung sind noch übrig, aber warum zählt der noch? Stehe ich nicht. Hm, wir machen gleich alles kaputt, egal. Nicht genügend Mineralien. Gut, aber so sagen wir nicht. Los, los, los! Aus der Bahn. So, und hier geht weiter arbeiten. Jetzt haben wir schon 3, 6, 8, 13 Vikings. Gleich 15. So, dann rennt mal auf, Mädels. Einmal frei.
Also müssen wir doch alle Gebäude abreißen, okay, gut zu wissen. Keine Zerbio-Signaturen mehr in der Siedlung zu orten. Gute Arbeit, Sir. Okay, wir haben einen Großangriff hier. Packen wir noch zwei Marines rein. Werden wir noch einen Turbit bauen? Na, können wir nicht. Okay, scheißegal. Bauen wir noch einen Bunker hin. Egal. Was, ich weiß nicht, extra Maschinendock. Und hier werden wir mit der Höhe auch noch spielen. Höhenvorteil natürlich. Und ihr räumt hier oben auf. Natürlich noch Vikings bauen. So, alle natürlich am Boden. Da räumen wir mal auf hier. Bäm, 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 bäm. Oh, hier kommen ganz schön viele. Aber gehen wir schon hin und sehen. So, wir brauchen noch die Pose, okay. Schlechte Neuigkeiten? Ich bin schon unterwegs. Was wichtig ist? Hier kann ich nicht bauen. Dit kann ich nicht bauen. Naja, sei mal nicht so aufgeregt. Gucken wir mal hier oben die Zerg-Siedlung kaputt. Da kommt jetzt auch weniger Nachschwung. Nachschub meine ich von dem. Das ist einmal frei. Holen wir die natürlich auch noch runter. Wir brauchen Feuerkraft am Boden. So, die zwei gehen wir zurück hier. Du natürlich auch. Sir, eine weitere Siedlung wird von den Zerg infiziert. Machen wir gleich. So, haben wir den Schwarmstock kaputt gemacht. Machen wir hier den Sporecrawler noch kaputt. Weil der kann es in der Luft angreifen. Wollen wir nicht. So, dann gehen wir in die Luft. Mal anderes Gameplay. Nicht immer nur Bio. Auch mal schön, nur mit Luft zu spielen und halt Marines halt zum Deffen nehmen. In die Bunge reinpacken. Ist eigentlich eine gute Mischung. Machst du nichts verkehrt. So, die zwei Bobs werden natürlich repariert. Doch, glaube ich, schon wollen hitten. Warten wir einfach mal. Und jetzt. Ja, dicke. Dicke, dicke, dicke. So, wir rennen genau auf den Zergs. Und Roach ist nicht gut eigentlich. Als Viking, aber naja, egal. Das passt schon. So müssten wir normalerweise eigentlich befreit haben. Sehr schön. Dann gehen wir schnell reparieren. Machen wir oben die Siedlung kaputt. Und dann war es das auch schon so gut wie. Läuft einmal frei. Werden aber noch zwei Supply-Depots bauen. Ja, Dev brauchen wir eigentlich nicht mehr bauen, eigentlich wird er nicht. Könnte man normalerweise eigentlich hier. Wie war's D genau? Oder auch nicht. Es kommt doch mal wer hier, ich nie gedacht. Okay. Dann lassen wir das. Benötige weitere Depots. Wir bauen schon. Keine Angst. Bauen wir gleich nochmal zwei. So, die werden repariert langsam, okay. Machen wir es mal alle wieder in der Luft.
Sehr gut. Okay, alles grün. Dann werden die Bobs wieder arbeiten gehen. Und mach hier oben komplettes kaputt erstmal. Bevor der noch irgendwas pumpen kann. Jetzt können wir so in Ruhe runterlassen. Sonst eigentlich alles in einen Schwung schaffen. Der Creep ist schon gut weg. Aber frei könnte man noch eine Baseball im Notfall. Brauchen wir aber nicht. So, du kommst immer drunter. Du genauso. Wir müssen echt jedes Gebäude abreißen, ja. Wahnsinn. Gute Arbeit, Sir. Ich orte zwei weitere Häufungen von Zerg-Biosignaturen. So, sind es nur noch zwei? Sind auch noch irgendwo drei Brut? Das kriegt da auch sein, im Endeffekt egal. Haben wir eh schon eine Kampagne geschafft. Aber ne, bis jetzt noch keine Bonusziele aufgeblinkt, ne? Aber hat es auf jeden Fall von angezeigt. Jetzt haben wir wieder so eine Siedlung, die ist überfallen worden. Aber wir sind, glaube ich, ein bisschen schneller jetzt. Wie es der Computer will. So, hier gehen wir auf jeden Fall wieder in die Luft. Ich vergaß. Wir hatten noch ein paar Vikingsbahnen. Zu Blei reicht. Ah, ein Spore. Gut, dann machen wir den mal schnell runter. Holen wir uns den mal schnell. So, so geht's. Sicht nach oben schnell machen. Obwohl, wir können ja gleich wieder in die Luft gehen. Oh, noch mehr Spores. Wahnsinn. Da gehen wir einfach den Haupteingang rein. Und wenn Brutlords da sind, gehen wir dann wieder hoch. Auf jeden Fall. So, ihr kommt auch nochmal drunter. Keine Ausnahmen. Gut. Und ab nach oben. Scheusale, die halten sehr gut aus. Kennen wir ja auch noch. Haben wir aber selten gebaut, beziehungsweise gar nicht gebaut. Ja, weil sie Haufen solche gekostet haben, leider. Aber wären gute Tanks auf jeden Fall. Austeilen tun sie auch gut. Siedlung wird angegriffen. Machen wir gleich. Wir räumen das mal hier auf. Ein bisschen. Zumindest den Schwarmstock kaputt machen. Damit erstmal nichts mehr nachgepumpt werden kann. Sehr gut. Die einzelnen Nester können wir ignorieren. Erstmal. Die machen wir gleich fertig, was da brütet. Und naja, das dürfte jetzt eigentlich kein Test mehr sein für uns. Bei der Masse an Vikings kommt alles One-Hit. Und tschüss. Das sieht so geil aus. Reparieren brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben genug. Wir werden D drücken und ja, gut, vorwärts frei. A-Klick. Das reicht, Dicke. So. Die Base haben wir gerettet. Aber frei und dann gehen wir jetzt weiter hier oben. Gut, hier ist ein Spore. Müssen wir aufpassen. Jetzt landen wir einfach hier. Doch länger, wie ich dachte, die Mission. Aber ist ja gut so. Umso länger, umso besser. So ein bisschen Hit and Run mit Vikings, sieht man auch selten. Bietet man normalerweise nicht in der Masse.
Jetzt wird das Board leider noch einmal erschossen, aber ist ja egal. Oh, jetzt habe ich Viking Assault abgeschossen. Passiert. Und alle bitte am Boden. Danke. So, da war das jetzt die vorletzte. Snap die Overlords weg. Kontrollpunkte erreichen können. Was macht er hier hinten? Ach, wir lassen ihn einfach da hinten. Alles gut. Machen wir mal A-Klick hier hin. Dann noch ein paar Vikings in die Warteschlange reinpacken. Einfach so, wenn wir es können. Wir werden noch, zwei so Platypus bauen. Machen wir gleich vier draus. Oh, hier ein Bailing. Süß. Machen wir mal alles Luft weg hier. So, ja. Ich hoffe, der explodiert auch noch. Nee. Ach, weißt du was? Einfach unterscheid auf die Explosion. So viele. Einmal frei. A-Klick und vorwärts. So, werden wir noch ein paar Marines reinpacken und noch ein paar Aliens bauen. Einfach so. Wenn wir es haben. Dann wieder ins Geschehen gehen. So, vier in der Luft, das reichen. Könnt ihr die Mutas runterholen? Und der Rest mal die Bodentruppen der Gebäude. Kommen noch ein paar Zerklinge raus. Nichts Weltbewegendes. Sir, gen Norden wird eine Siedlung von Infizierten umzingelt. Natürlich auch da oben, gell? Gerade wo wir hier sind. Wahnsinn. Mobbing. Das ist Mobbing. So, der Spawn noch. Spire. Sieht aus, als wäre dieser Bereich sicher. Weiter so, Leute. Wir werden sie aufhalten. Und werden hier oben das noch holen, wenn es noch gehen sollte. Du bleibst mal hier, machst mal kaputt. Gut, der macht das jetzt in Ruhe hier. Einmal frei. Oh, schon wieder 8 gebaut. Wahnsinn. Gas ist alle. Ging auch ziemlich schnell, Alter. Das ist ja noch da. Das ziehen wir schon seit Anfang an. Okay. So, der macht das hier in Ruhe weg. Einmal frei. Wahnsinn. Wie fix das geht. Jetzt einfach wieder runterkoppeln. Und das war's, glaube ich, ja. Gucken wir uns das eben nochmal an. Bam! Sir, wir haben es geschafft. Ich orte keine weiteren Zerg mehr. Wir haben jedoch ein Problem im Labor. So. Ja, dann bedanke ich mich fürs Anschauen. Das war jetzt die letzte Mission, absolut letzte Mission von StarCraft 2 allgemein. Ja, gut, dann macht's gut, Leute. Tschüssikowski!